Sie haben sich vermutlich eine Menge Gedanken darüber gemacht, warum so viele Menschen in diesem Land im Augenblick die AfD wählen. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Zum einen machen wir viele heimatlos. Das ist so. Sie fühlen sich durch die Politik im Allgemeinen, nicht nur durch die Politik der Union, nicht mehr repräsentiert mit ihren Anliegen, mit ihren Sorgen. Ich sage das schon seit Jahren. Das hat jetzt gar nichts mit den letzten Monaten zu tun. Ich kenne kein zweites Politikfeld, in dem die Diskrepanz zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung so groß ist wie beim Thema Zuwanderung und Integration. Und wenn man heute abstimmen würde über den Kurs in der Flüchtlingspolitik seit Sommer vergangenen Jahres, dann wäre es ja nur die Frage, sind 80 oder 90% für den Kurs, aber jedenfalls eine überwältigende Mehrheit im Parlament. In der Bevölkerung selber sieht es völlig anders aus. Da haben wir ein ganz anderes Meinungs- und Stimmungsbild. Und wenn ein großer Teil der Bevölkerung sich nicht mehr repräsentiert sieht bei den parlamentarischen Debatten, dann darf man sich nicht wundern, dass man sich einer neuen politischen Kraft zuwendet. Das provoziert ja die Frage nach der Rolle der Medien. Bilden die Medien denn tatsächlich die Stimmungslage richtig ab, nach Ihrer Einschätzung? Also es gibt sehr, sehr viele sachliche Berichte. Ich käme auch nie auf den Gedanken zu sagen, dass Lügenpresse eine gerechte Beurteilung ist. Ich glaube auch nicht, dass so sehr Falschberichterstattung das Problem ist. Das Problem ist eher die Ausblendung von Problemen. Ich gebe zu, das hat sich seit der berühmten Silvesternacht in Köln geändert. Da konnte man nicht mehr länger relativieren, tabuisieren, ignorieren. Dafür waren einfach zu viele dabei, die das alles erlebt haben, die ihre Erlebnisse ins Netz gestellt haben. Da wurde auf einmal schlagartig deutlich, wie groß die Probleme tatsächlich sind. Ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich im Sommer vergangenen Jahres den Fernseher einschaltete, da musste ich ja den Eindruck bekommen, die allermeisten Flüchtlinge sind Ärzte, Ingenieure, viele mit Doppelstudium. Dann traten die Vertreter der Wirtschaft auf und sagten, die lösen unser Fachkräfteproblem, die können wir alle prima gebrauchen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das können nicht nur alles Spezialisten, Ingenieure, Hochschulabsolventen sein. Wir werden viel Mühe haben, die Hunderttausenden auf den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und genau so ist es auch. Wir leben ja schon eine ganze Weile jetzt in Deutschland mit großen Koalitionen auf Länderebene, aber vor allen Dingen auch im Bund. Hat das auch eine Rolle dabei gespielt, dass das Meinungsspektrum sich verengt hat? Das spielt eine Rolle, das wissen wir allerdings aus der Vergangenheit auch. Große Koalitionen führen oft dazu, dass andere Parteien stärker werden. Die Fragmentierung der Gesellschaft bildet sich auch ab im Parteiengefüge. Die beiden großen Volksparteien haben längst nicht mehr die Bindungswirkung wie noch zu der Zeit, als ich politisch aktiv geworden bin, Anfang der 70er Jahre. Da gab es Zeiten, da haben CSU, SPD 85-90% der Bevölkerung gebunden. Wenn ich heute die Umfrage auf Bundesebene addiere, dann liegen wir so bei Mitte 50. Mehr erreichen wir ja gar nicht mehr. Und wenn eine neue politische Kraft dazukommt, die aus dem Stand in mehrere Landtage mit respektablen Wahlergebnissen einzieht, haben es die anderen Parteien schwieriger. Aber wir haben ja eine Opposition auch im Bundestag, trotz eben des Bündnisses von CDU, CSU und SPD. Nimmt die ihre Aufgabe richtig wahr? Ja, aber in dem entscheidenden Punkt Flüchtlingspolitik ist die Lage ja eine andere. Denn Linkspartei und Grüne wollen ja im Grunde noch mehr Zuwanderung. Es war ja auch das erklärte Ziel der Grünen, oder es ist vielleicht immer noch das erklärte Ziel der Grünen, durch eine verstärkte Zuwanderung, schwerpunktmäßig auch von Menschen aus anderen Kulturkreisen, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland nachhaltig zu verändern. Das allerdings war eigentlich nie ein politisches Anliegen der Union. Wir wollten Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung. Das heißt, die Kritik in der Flüchtlingspolitik der Opposition richtet sich eher an die restriktiven Regelungen, die wir zum Schluss beschlossen haben. Im Prinzip unterstützt jede Partei im Bundestag jedenfalls weit überwiegend den Kurs der Bundesregierung. Das heißt, da ist die Koalition noch größer als die aus CDU, CSU und SPD. Richtig, da haben wir mehr eine außerparlamentarische Opposition, so hat sich ja auch die AfD am Wahlabend selbst bezeichnet, die jetzt allerdings zur parlamentarischen Opposition wird. Mhm.
Nun hat man ja den Eindruck, dass auch bei anderen Fragen es eine ganz große Koalition gibt. Das sind Fragen wie zum Beispiel die Euro-Rettung oder die Haltung zu Europa, dass da wirklich im Bundestag auch das Meinungsspektrum zumindest nicht sehr groß ist. Also trägt sowas, also trägt so eine Allparteienkoalition auch dazu bei, dass die Leute das Gefühl haben, tatsächlich, es gibt ja für mich wählbar gar keine Alternative, bis so eine Gruppierung auftritt wie die AfD? Richtig beschrieben. Das gilt jedenfalls dann, wenn die von Ihnen so bezeichnete Allparteienkoalition nicht das abbildet, was es an Stimmungsbild in der Bevölkerung gibt. Denn man möchte schon sehen, ob man auch bei den parlamentarischen Debatten mit seinen Gedanken, Anliegen, Sorgen auch tatsächlich von den Volksvertretern repräsentiert wird oder nicht. Und wenn die Menschen draußen jedenfalls zu einem großen Teil das Gefühl bekommen, die Debatten, die dort geführt werden, haben mit meiner Lebenswirklichkeit nur am Rande etwas zu tun, dann wenden sie sich einer neuen politischen Kraft zu. Das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen. Sie sind Mitglied einer Partei, die eine Vorsitzende hat und die bekannt geworden ist dafür, dass sie eigentlich keinen konfrontativen Stil pflegt. Das ist von den einen sehr begrüßt worden, andere haben das kritisiert und haben gesagt, naja, zur Politik gehört eigentlich der auch heftige Streit in der Sache. Sind da auch vielleicht in der Ausrichtung, in der strategischen Ausrichtung Fehler gemacht worden? Also ich kenne jetzt nicht mehr dieses berühmte Strategiewort, glaube asymmetrische Demobilisierung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht unsere eigenen Anhänger demotivieren bei dieser Art von Strategie. Im Kern ging es ja darum, ich versuche es mal einfach, dem politischen Gegner die Themen wegzunehmen, um sozusagen den Wahlkampf ins Leere laufen zu lassen, den Wahlkampf der Konkurrenz, dann die Themen selber zu übernehmen und sagt, wenn ihr das möchtet, müsst ihr nicht unbedingt die Konkurrenz wählen, dann könnt ihr uns auch wählen. Ist diese Strategie gescheitert? Stand ja, heute? Jedenfalls ist es erkennbar keine Erfolgsstrategie auf Dauer, wenn wir erleben müssen, dass sich immer mehr die Frage stellen, wofür steht die Union? Wofür tritt sie an? Wogegen ist sie? Und wo unterscheidet sie sich eigentlich noch im Kern von den anderen politischen Parteien? Und diese Abgrenzung, diese Differenzierung ist in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden. Deswegen haben wir jetzt die Chance, bei der Erarbeitung eines Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2017 wieder das Profil der Union zu schärfen und klarzumachen, wo wir uns von der politischen Konkurrenz unterscheiden.